Es geht um Ruhm, es geht um Ehre, es geht um 1 Million Euro. Der Rolex Grand Slam der Springreiter. 4 prestigeträchtige Wettkampfstätten. Aachen, Spruce Meadows, Genf, Zertogenbosch. 4 Chancen auf den ganz großen Erfolg. It's special. Es ist besonders. Es ist wirklich mit das wichtigste Ereignis. Ja. Das ist, wovon jeder Reiter träumt. Nur wer bei 3 Turnieren in Folge triumphiert, gewinnt den Rolex Grand Slam und neben dem Preisgeld einen Bonus von 1 Million Euro. Erst einem Mann gelang dieser historische Triumph, Scott Bresch. Ihm gelang 2015 der Rolex Grand Slam. Es ist eine wundervolle Trophäe. Ich fasse sie jeden Tag an. Wenn man mal schlecht drauf ist, dann schaue ich mir den Pokal an und dann hebt das meine Stimme. Gewinnt ein Reiter nach dem Rolex Grand Slam auch das 4. Major in Folge, winken sogar insgesamt 2 Millionen Euro Preisgeld. Auf ihn werden in Aachen alle Blicke gerichtet sein, Niels Breunziels. Nach seinem überraschenden Triumph beim The Dutch Masters im März ist er der aktuelle Rolex Grand Slam Contender. In Aachen will er den Weg seines persönlichen Grand Slam weiter fortschreiben. Wir haben Aachen und Aachen ist einfach eine der besten Shows der Welt. Die Atmosphäre, die Leute, die besten Reiter, die besten Pferde, es ist großartig. Doch die Konkurrenz wird ihm das Feld nicht so einfach überlassen. Vor allem er will angreifen, Philipp Weishaupt. Er gewann nicht nur den Rolex Grand Prix, den großen Preis von Aachen 2016, er triumphierte auch beim Spruce Meadows Masters 2017. Nach dem letzten Sieg in Calgary hat er hier in Aachen die Chance auf den Bonus für 2 Major-Siege innerhalb eines Rolex Grand Slam-Zyklus. Wenn man hier in Aachen beim Grand Slam, Rolex Grand Slam an den Start geht, ist der Druck immer hoch für jedermann. Auch wenn man den als Einzelprüfung sieht, den Großpreis von Aachen, da mehr geht nicht. Und da ist die Konzentration, die Anspannung immer auf Maximales. Die Weltelite des Pferdesports trifft sich zum Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. Und jeder will ihn, diesen Pokal. Mein Plan ist es, null zu reiten und dann der Schnellste im Stechen zu sein. Ich werde alles geben, um den Rolex Grand Slam zu gewinnen. Eins steht fest, wer hier in Aachen gewinnt, geht in die Geschichte ein. Und es kann der Beginn des ganz persönlichen Rolex Grand Slam sein.